Eisen dieser kaiserlich-königlichen Scheißmonarchie, dieses Kerkers freiheitsliebender Nationen, für den wir jetzt den Heldentod sterben sollen. Und so wie ich denken viele Tschechen. Wenn dieser Krieg zu Ende ist, 1916, 17, 20 oder 22, wird es kein Österreich-Ungarn mehr geben. Dann werden die Tschechen, Polen, Serben und ich weiß nicht, wer noch ihre eigenen Staaten haben.